Jetzt lässt er einen fahren. Ja. Und was jetzt? Edgar ist sehr intelligent und sehr gefährlich. No shit. Und jetzt kümmerst du dich um ihn. Er wollte diese Welt zerstören, falls ich keine Roboterkopie meiner Freunde bauen würde. Mit dieser Roboterkopie, diesen Roboterkopien als Herrscher von Evermore, würde Edgar sehr mächtig sein. Aber dank dir konnten alle seine Versuche vereitelt werden. Jo, dann kann ich ja jetzt nach Hause und das Ding hier ist im Kasten. Tschüss. Doch nun hat es sich in Assitopia. Assitopia? Irgendwo hier halt. So ein Assi. Sicher hackt er hier in einem seiner Verstecke einen weiteren bösen Plan aus. Was für ein Arschloch. Wie hat der Hund jetzt von der Seite raufklettern können? Wenn ich dir helfe, ihn zur Strecke zu bringen. Ich glaube, das ist mein Text, oder? Ach so, okay. Ja, guck mal, der Junge, der ist jetzt schon so verzweifelt, der schlägt jetzt schon von sich aus vor, zu helfen und lässt sich nicht erst die ganze Scheiße aufbürden. Genau. Wenn ich dir helfe, ihn zur Strecke zu bringen, hilfst du mir dann nach Groß-Ostheim zurück? Ja. natürlich, das werde ich. Of course. Of course. Außerdem, wenn Edgar wieder kontrollierbar ist, sind auch meine Freunde und ich frei. Abgefahren, los geht's. Stark. Es gibt einen Gegenstand, den wir benötigen, um in Edgars Versteck eindringen zu können. Ew. I'm worried. Es handelt sich um eine Energieeinheit im Inneren der Schachbrettebene. Oh Gott. Hast du gerade gesagt, I'm worried oder I'm bird? I'm worried. I'm bird. I'm bird. Gelingt es dir, diesen Gegenstand zu finden, bist du auch in der Lage, Edgar aufzuhalten. Von meinem Computer aus verschaffe ich dir Zugang in das Schachfeld. Cool. Mach's dann an. Dankeschön. Jetzt ist eine Skelettgruppe da. Hey, Ed. Oh oh. Wir. Mit den Lasern. Nach der Katze ist jetzt tot. Bye. Sie ist jetzt in den Toastbrot. Katze ist jetzt ein Toastbrot. Riecht hier nach Katzenfleisch? Nom, nom, nom. Gehe durch diese Luke. Sie führt zu einem Raumschiff. Ich hoffe, dieses Raumschiff macht den Kausalflug in weniger als 12 Parsec. Ich habe meinen Computer angespuckt gerade. Lecker. Ich glaube, damit hast du den Verkaufswert um die Hälfte verändert. Verdoppelst, Entschuldigung. Das ist original Annie-Spucke. Genau, Stitzelpan-Spucke. Ja. Mit diesem Raumschiff erreichst du dein Ziel in Evermore. Rufzeiten. Bevor du gehst, nimm diese Nüsschen an dich. Formel. Lecker. Mischst du einen Mondstein mit Trockeneis, erzeugst du eine Zauberperle. Danke. Nur dumm, dass das so mit die seltensten Zutaten sind, die es gibt. Aber wir können mal diese olle Telekinese wegschmeißen, die brauchen wir nicht mehr. Pfeffer. Pfeffer. Was nehmen wir denn noch mit? Wir haben eigentlich nur... Heilkraft nehmen wir mit, das klingt cool. Jo. Wann immer du meine Hilfe brauchst, hilf eine dieser faszinierenden Perlen auf dem Boden. Faszinierend. Möchtest du den Spielstand speichern? Oh yeah. Auf Wiedersehen. Spielen wir mal an den Geräten von dem Wissenschaftler rum. Händlermodus ist aktiviert. Wählen Sie. Cyberweste. Elektrohelm. Elektroarmband.
Das ist das Gute ist, wir zahlen ja hier in Kreditkarten, das ist ja die Währung mit dem geringsten Wert im Spiel. Und da. Republikanische Kredite sind hier draußen nichts wert. Ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein, werde ich nicht. Ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein, werde ich nicht. Glaubt ihr, seid so ein Art Jedi, dass ihr mit eurer Hand so rumwedelt? Ich bin Teuteriana. Geistige Prinz funktioniert bei mir nicht. Nur Geld. Er hat es erst vor 2 Wochen wieder gespielt, den Film. Ja, aber ich kenne ihn auch so auswendig. Ja, ich kenne auch zu viel davon auswendig. Ich hatte, der kam ja halt einfach raus, als ich so in der Volksschule war oder Gymnasium, keine Ahnung, damals noch auf VHS-Kassette. Und Star Wars Episode 1 und König der Löwen 1. Oh, Neutronenspiel. Die beiden liefen irgendwie den ganzen Tag auf und ab. Wenn ich daheim war, habe ich den, zum Beispiel hatte ich einen, heute ist nur Star Wars oder so, dann habe ich die Kassette eben angemacht, laufen lassen und dann halt, sobald es vorbei war, sofort wieder zurückgespult und wieder den Film eingeschaltet. Ja, das habe ich auch mit vielen Filmen immer gemacht. Ich habe halt nebenbei halt manchmal andere Sachen gemacht. Aber ich halt mit den alten Star Wars Filmen, weil die habe ich ja tatsächlich das erste Mal, war das 1995 müsste das gewesen sein, habe ich die das erste Mal gesehen. Mhm. Weil die liefen auch immer sehr, Gott, sehr selten im Fernsehen. Ja, stimmt. Ich hab Spaceballs habe ich lange vor den eigentlichen Star Wars Filmen gesehen. Also jetzt. Alles klar. Weiß gar nicht, hab ich den gesprochen oder du? Keine Ahnung. Ich glaube, ich irgendwie, wenn ich ihn ansehe, habe ich so eine Voice Crack, sehr hohe Fistelstimme im Kopf. Keine Ahnung. Es gibt ein Gerücht, dass in ihnen das Schachbrett sein Ding existiert. Oh. Das unglaubliche Energie ausstrahlt. Oh, irgendwie schon heiß. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, wir haben ja noch gar kein Geld. Ja, Wahnsinn. Ja. Blödsinn. Blödsinn. Wie wegläuft. Scheiße, ey, wo kriegen wir diese. Wo gibt es diese scheiß Gigakraft- und Superschildformel? Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr genau, weil jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo wir die holen können. Ich weiß nicht mehr, wo es die verdammt nochmal gibt. Secret of Evermore. Gigakraft. Kleiner Junge in Terrorfels Schloss. Im Schloss? Okay, da sind wir sogar gerade. Das ist das hier. Ist das hier Terrorfels oder ist das die andere? Ja, ich überlege auch gerade. Hier. Dieses Schloss ist ja eigentlich nicht so groß gewesen, immer. Gigakraft und was wolltest du? Superschild. Nach Erhalt des Flugteils von Gallenstein nach Alelachema fliegen und dort in den nördlichen Tempel gehen. Hector hält die Formel bereit. Okay. Ah, okay, ja, verstehe. Oh, okay. Aber in dem anderen Schloss ist, glaube ich, sowieso allgemein gar keiner mehr. Das. Ich weiß echt, aber ich kann mich auch schwer erinnern, dass hier in dem. Ah, vielleicht meine den Jungen in der Stadt. Ich kann mich schwer erinnern, dass hier sonst in dem Schloss außer diesem Wissenschaftler noch irgendwo jemand rumgelaufen ist. Ich meine, hier steht Terrafest Schloss, aber. Naja, ich habe auf jeden Fall schon mal das Schachbrett gefunden. Das ist gut. Gotika. Terrafest Bankettraum. Okay, in dem Markettraum war ich gerade. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr, welches Schloss welches war. Ja, es ist auch irgendwie, wenn man den Ort betritt, wird es auch nicht angeschrieben, oder? Hm. Oh well. Bam, Energieeinheit.
Oh yeah. Oh, und du? Willkommen, Fremder. Ich bekomme nicht oft Besuch hier unten. Welcome, Stranger. Got a selection of good things on sale, Stranger. Of course. Der Hadesritter schreckt alle Besucher ab. Ja, die haben wir doch schon vor Millionen von Jahren vernichtet. Ich habe hier eine Formel, die dir sehr nützlich sein kann. Das sieht aber nicht aus wie ein Junge, oder? Oh, Kraftfeld, das ist so dieses Aushilfs-Superschild. Ist auch mit so seltenen Zutaten irgendwie. Ja. Oh, Schmierfett sollten wir vielleicht irgendwie. Oh, okay. Ja, wir können haben damals immer noch kein Geld. Ja, gewechselt. Ja, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir so eine Lufti-Trommel hätten. Ich weiß jetzt. Oh Mann, ey, welches Schloss war denn jetzt Terrorfels? War das das, wo wir gerade waren, oder ist das das andere? Links oder rechts? Ja, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob bei dem anderen Schloss noch ein Landeplatz ist, weil wenn wir jetzt in das andere hingehen wollten, müssten wir halt durch diesen ganzen Wald nochmal wieder durchgehen. Oh Gott. Warte mal, Terrorfels. In der Zeit kann ich ein bisschen noch mein Schwert aufleveln. Genau. Links oder rechts. Was gefunden. Nee, ich versuche einzugehen, links oder rechts. Um vom Chaosturm nach Terrorfels zu gelangen, muss der Spieler durch einen Wald durchgehen. Ja, okay, dann ist Terrorfels ja, hier ja. Die Burg, wo wir sind. Okay. Da müssen wir noch mal ein bisschen genauer nachgucken. Vielleicht auch irgendwie so einen dummen Geheimraum oder so. Ich erschlage mit einem Laserschwert ran. Sehr gut. Du hast es weit gebracht im Leben. Wie gebracht? Es muss irgendwie rechts unten sein, anscheinend. Wenn das der Bankettraum ist, kann ich. Ja. Da links bin ich gerade gewesen. Da geht's ja schon wieder zum Ausgang. Vielleicht ist es auch irgendwo vorm Schloss oder. Ah, hier sind im Moment. Hier waren ja auch noch Räume. Oh Gott. Ah, ich glaube, der ist hier irgendwo drin. Ah. Oh Gott, sind wir hier nicht unlang rumgeirrt? Nee, das ist nicht der gleiche Abschnitt. Dieser hier ist wesentlich kleiner. Wieso habe ich das Gefühl, dass ihr noch eine primitive Lebensform aufgegabelt habt? Und ich komme hier nicht mehr raus. Großartig. Also meine einzige Idee war, die Taschenlampe auf meinem Handy einzuschalten. Aber dann habe ich drüber nachgedacht. Das ist eine durchaus gute Idee. Ist hier oben irgendwo ein Ausgang? Nee, es gab ja nur diesen einen Weg. Hm.
Hausmeister, was ist das, ein Bongo? Du, 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 du. Bongo. Ah, da unten. Oh. Aha. Oh Gott. Kann der Pudel ein paar Ratten fressen? Ja. Lass dich doch vom Saurier beißen. Schreibt doch mal in der Zwischenzeit so in die Kommentare. Wie fällt es euch bisher? Habt ihr auch schon ein Trauma von dunklen Gängen in diesem Playful? Und wie ist das Wetter gerade zu der Zeit, wo ihr schaut? Welche Jahreszeit ist jetzt? Seid ihr irgendwie so in der Zukunft? Vielleicht sind wir, wenn das hier hochgeladen wird, alle schon an einer Klimakatastrophe gestorben oder so. Ist Trump noch Präsident oder ist er jetzt doch irgendwie... Okay, hier ist ein Ausgang. Okay, jetzt sind wir vor dem Schloss. Kannst du vielleicht zufällig in Erfahrung bringen, also stand da irgendwo drin, wo dieser Junge genau sein soll? Im Bankett auch. Warte mal, Terrorfels. Was ist denn hier unten? Ach so. Ja, das wäre halt dieser Raum hier. Aber hier ist niemand. Ah, warte mal. Jetzt habe ich eine andere Seite gefunden, da steht östlich des Bankettraums. Okay. Im Terrorfels. Mit dem Jungen reden und Zahl der Monat erraten. Osten ist rechts eigentlich, oder? Ja, stimmt. Ich gehe nach Westen. ja, hier ist aber kein Durchgang. Okay. Verdammt, sind wir doch im falschen Schloss. Wenn das wäre dann ja hier dieses Treppenhaus, wo wir wieder zu dem Wissenschaftler hinkommen. Habe ich da denn irgendwas übersehen? Ja, das ist Königinraum. Hat die Alte noch was zu sagen? Gut gemacht, ihr Welt. Und ja, das Königreich wieder aufmachen. Wir können von vorne beginnen, ja. Terrorfels. Flamm. Ich guck mal kurz, ob ich bei der anderen Burg landen kann. Mhm. Vielleicht haben die sich, vielleicht haben die das vertauscht oder so. Weil östlich vom Bankettraum ist definitiv nichts. Mhm. Oh. Atomarms gefunden. Und okay. Oh yeah, Nitro. Das ist schon mal cool, dass wir den haben. Das ist der so ziemlich der stärkste Zauber im Spiel. Natürlich nicht so stark wie unsere Faust, weil die schon auf Level 5 ist, aber... Naja. Das ist weg. Für diese Formel benötigst du Dynamit und zwei Stücke Schmierfett. Das klingt explosiv. Kann ich irgendwo in den Regal noch was? Oder hier? Nee. Okay, steigen wir mal kurz in das Raumschiff. Fremder, reist du nach Asitopia? Keineswegs. Nee, da ist natürlich keine verfickte Landestelle. Naja, was soll's dann? Fliege ich nochmal eben zu dem Dinges Kasper hier hin, um Kalksteine zu kaufen. Damit wir zumindest viel von unserer Faustformel haben.
wahrscheinlich jetzt um den Jungen irgendwie 300 Kreise gedreht oder so. Atomax ist nur die zweitstärkste Waffe. Die stärkste ist nämlich der Neutronenspeer. Das ist nicht richtig. Das Schwert ist stärker. Also die haben alle 50 Dinges als Angriffspunkte, aber das Schwert ist nützlicher, wenn du das aufgeladen hast und dann im Zusammenspiel mit der mit dieser Gigakraft, da kannst du ja sofort deine Waffe auf die höchste Stufe mal aufladen. Und dann kannst du dich ja quasi wie ein Idiot die ganze Zeit im Kreis mit dem Schwert drehen. Ah.